The next question. Die nächste Frage kommt von Siddharth Vazir. Sadhguru, Jammu und Kaschmir brauchen deine Anwesenheit, damit die Leute sich auf etwas anderes als die regionalen Angelegenheiten konzentrieren können. Hast du vor, einen Fuß hierher zu setzen? Nun, ich habe keine Probleme mit Jammu und Kaschmir. Leute haben mich eingeladen zu kommen und auf dem Golfplatz von Srinagar Golf zu spielen. Ein Armeeoffizier sagte, Sadhguru, komm, wir werden für die Sicherheit sorgen. Aber ich sagte, nein, ich will nicht kommen, wo 25 Leute rumlaufen müssen, die versuchen, für meine Sicherheit zu sorgen. Das will ich euch nicht antun. Wenn alles in Ordnung ist, werde ich kommen. Im Moment gehen viele Leute dorthin, weil sie an einem Pressefototermin interessiert sind. Die Situation in Kaschmir ist noch nicht reif genug, um dort spirituelle Arbeit zu tun. Online können wir es anbieten. Dorthin zu gehen und tatsächlich eine spirituelle Aktivität durchzuführen, ist nur ein Pressefototermin. Es ist keine echte Sache. Da es sich in einem gewissen Zustand des Brodelns befindet, es muss sich abkühlen. Wenn du in diesen Zustand des Brodelns dorthin gehst, wirst du nur bestimmte Kräfte aufwiegeln, um weiter verrückt zu werden. Sie werden noch unsicherer und wahrscheinlich noch gewalttätiger werden und diese Gewalt nehmen, oder vielleicht werde ich gut geschützt sein, aber sie werden es an jemand anderes auslassen. Diejenigen, die am Satsang teilgenommen haben, sie werden vielleicht getötet. Ja, das werden sie wahrscheinlich. Ich will keine solchen Störungen verursachen. Es wäre verrückt, jetzt diese Situation zu betreten. Es wird nur der Versuch sein, etwas auszunutzen, was dort geschieht, was ich nie tun werde. Wir werden nicht nach Jammu und Kaschmir fahren, es sei denn, wir fahren anonym mit dem Motorrad. Vielleicht tun wir das. Aber werden wir dorthin fahren, um Großveranstaltungen durchzuführen? Nein, das werde ich nicht tun. Sie können jederzeit kostenlos auf unser Material zugreifen. Online. Und wenn du zufällig ein Militant oder ein Terrorist oder in irgendeiner Weise extrem bist, bieten wir dir Inner Engineering Online an, kostenlos für dich. Tools for transformation. Werkzeuge zur Transformation. Denn ich möchte, dass du verstehst. Es gibt verschiedene Aspekte dabei. Ich versuche nicht, mich darüber lustig zu machen. Jeder glaubt, was er glaubt, und er glaubt, dass er das Richtige tut. Du denkst immer, dass die andere Person verrückt ist. Das ist passiert. Zwei weiße, uniformierte Wachen kamen zu einer örtlichen Farm in Tennessee und fragten den Bauern, schau, ein total Verrückter ist aus einer Anstalt geflohen, wir suchen nach ihm. Hast du ihn zufällig gesehen? Der Farmer fragte, wie sieht er aus? Sie sagten, er sei sehr klein und dünn und wiege 130 Kilo. Der Bauer sagte, was? Er ist klein und dünn und wiegt 130 Kilo? Wir sagten doch, er ist verrückt. Also, man weiß nie, wer verrückt ist, in Ordnung? Nun, es geht nicht darum zu sagen, jemand liegt falsch, jemand liegt richtig, darum geht es nicht. Im Moment ist es wichtig, zu funktionieren und dort zu arbeiten, wo man die maximale Wirkung erzielen kann. Denn das Leben ist eine kurze Menge an Zeit und Energie. Es ist eine begrenzte Menge an Zeit und Energie. Jeder Mensch sollte das verstehen. Du musst immer an einem Ort arbeiten, an dem du maximale Wirkung erzielen kannst. Wählst du einen einfachen Ort zum Arbeiten? Nein. Dort, wo es maximale Wirkung gibt.
Maximale Wirkung kann auf so viele verschiedene Arten gemessen werden, aber definitiv nicht in Bezug darauf, ob es leicht oder schwer ist, dort zu arbeiten. Das ist nicht der Punkt. Kannst du eine gewisse Wirkung erzielen oder ist es nur Zeit- und Energieverschwendung? Das ist eine Entscheidung, die jeder erfüllen muss. Ich habe das Prinzip gewählt, ich werde nicht in Kriegsgebiete und diese Art von Gegebenheiten gehen, Hungersnöte, wo die Menschen hingehen und Früchte, Bananen, Orangen geben und Pressefotos machen und sie in eine Zeitung setzen. Ich werde solche Dinge nicht tun, es ist zu obszön für mich. Ich werde solche Dinge niemals tun, wo es Krieg gibt, wo es Tod gibt. Wir werden kommen und sagen, ich werde dir Spiritualität lehren. So funktioniert das nicht. Ich brauche Menschen, die ein paar Dinge in ihrem Leben geregelt haben und bereit sind, sich auf etwas Tiefgründigeres oder eine höhere Dimension zu konzentrieren. Nur dann kann ich mit ihnen arbeiten. Ansonsten ist es ein spiritueller Fototermin. Das brauche ich nicht. Hm? Ich sehe doch spirituell genug aus, oder? Thank you. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya, Bhuta, Bhuta, Bhuteshwaraya.